Die Krim war über Jahrhunderte, spätestens seit Katharina der Großen, war das ein russisches Territorium, ist russisch besiedelt und hat eine strategisch enorme Bedeutung für Russland. Das weiß jeder. Und wenn die Bewohner der Krim jetzt von ihrem Recht Gebrauch machen, sich abzuspalten, dann ist das geltendes Völkerrecht. Das ist das Recht auf Selbstbestimmung. Das ist ein anerkannter Grundsatz des internationalen Völkerrechts. Den hat man in Kosovo, als man den Kosovaren gestattet hat, sich von Serbien abzuspalten, selbstverständlich strapaziert diesen Grundsatz. Jetzt soll auf einmal der Krim-Bevölkerung nicht erlaubt sein, was man vorher der Bevölkerung im Kosovo erlaubt hat. Da sieht man schon diese Doppelzüngigkeit und Doppelbödigkeit, mit der man hier vorgeht. Und immer dann, wenn der Westen besonders viel Moralin verspritzt, besonders deutlich von den Menschenrechten spricht, dann weiß man, dass es im Hintergrund in Wahrheit um ganz anderes geht. Am 16. März ist das Referendum in der Krim. Sie werden dort sein als Beobachter. Ja, ich werde dort als Wahlbeobachter hinfahren. Erstens, um auch Zeuge und Augenzeuge vor Ort zu sein, wie das Wahlprozedere abläuft. Zweitens, um damit auch einen symbolischen kleinen Beitrag, viel mehr kann ich nicht tun, zum Erhalt des Friedens zu leisten. Mir als Familienvater von 6 Kindern ist es ein Anliegen, dass wir Frieden in Europa erhalten können. Und ich spiele bei dem ganzen Konzert der Kriegstreiber nicht mit. Ich will sozusagen dagegenhalten, mit meinen bescheidenen Möglichkeiten, aber ich will dagegenhalten. Und ich fordere die österreichische Öffentlichkeit, ich fordere die europäische Öffentlichkeit auf, der Kriegstreiberpolitik ihrer Führungen nicht mitzuspielen. Und nicht Vorschub zu leisten, sondern Widerstand zu leisten, weil wir auf diesem Kontinent nur dann Frieden haben werden, wenn wir in Russland den Partner sehen und vor allem den Gesprächspartner sehen und nicht den Feind. Russland hat keine feindlichen Gefühle uns gegenüber. Wir produzieren dort feindliche Gefühle, indem wir dort, insbesondere in der Ukraine oder auf der Krim, unglaubliche Dinge inszenieren, die uns so nicht zustehen und die wir so auch etwa in Jugoslawien ganz anders entschieden haben. Und das darf man nicht unterschätzen. Die Russen sind nicht so dumm, wie der Westen glaubt. Auch die russische Bevölkerung weiß ganz genau, wie sie die Dinge einzuschätzen hat. Und ich möchte mir vor Ort eben selber ein Bild machen, um das auch dann im Westen transportieren zu können.